Mein Name ist Silvia Schachermeier, ich bin die Geschäftsführerin der Miss Austria Corporation. Ich bin heute eingeladen vom Reinhard Köhler, um ein bisschen mit ihm zu talken. Ja, es wird heute gehen über meine Firma, die Miss Austria Corporation, auch ein bisschen über mein Privatleben und auch so meine Einstellungen, meine Werte. Und ich freue mich schon auf ein nettes Gespräch. Sie ist eine Größe hinter großen Träumen junger Mädchen. 2004 erfüllte sich ihr Traum. Silvia Hackl wurde zur Miss Austria gekürt. 8 Jahre später heiratete sie Großhandelsunternehmer und Millionär Josef Schachermeier. Mit ihrer gemeinsamen Tochter Sophia vervollständigte sich das Familienglück. Silvia Schachermeier spricht mit mir über die Schönheiten des Lebens und die Hässlichkeiten des Business, sowie über ihr ganz persönliches Statement zum Sinn des Lebens. Sie sind Anfang der 80er Jahre in Oberösterreich geboren. Zu dieser Zeit schickte Peter Schilling seinen Major Tom in den Weltall und Nena ließ ihre 99 Luftballone in den Pophimmel steigen. Welche Musik beflügelt Sie? Ja, also kommt immer ganz auf die Stimmung drauf an. 80er finde ich auch gut. Wahrscheinlich, weil ich es da oft gehört habe im Radio als Kind. Aber generell eher so House, EDM, also ein bisschen so Dance House, so in die Richtung. Okay. Wie keine andere in der Branche kreierten Sie das Stirnband zu Ihrem Markenzeichen. Wie viele verschiedene Bänder sind es bereits? Ich glaube, ich habe sicher 50. Es werden immer mehr in jedem Urlaub oder so. Für mich ist es einfach sehr praktisch, weil man da sehr wenig Gedanken über die Frisur machen muss. Das ist schon so ein Hingucker an sich, da kann man die Haare dann einfach ungestylt lassen auch. 2004, Ihr Schicksalsjahr. Sie wurden gekürt zur schönsten Frau Österreichs. Wäre das nicht passiert, gab es einen Plan B? Ja, den gab es schon. Ich habe zu der Zeit Jura studiert an der Johannes Kepler Uni und in einem Marketingbüro gearbeitet. Wäre wahrscheinlich in die Eventbranche gegangen und auch wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, wie es jetzt dann ist. Schön. Machte Sie jemand aufmerksam oder ermutigte Sie, den Wettbewerb zur Wahl einer Schönheitskönigin anzutreten oder war es die Eigeninitiative? Absolut die Eigeninitiative. Ich habe mich da monatelang irgendwie versucht, im Internet schlau zu machen. Recht viel Internetpräsenz hat es damals nicht gegeben, weil das war halt einfach noch in den im Anfangsstadium und habe mir halt dann auch eine Wahl angesehen und habe mir gedacht, das kann ich auch. Und es hat tolle Preise zu gewinnen gegeben und das war eigentlich das, was mein Anreiz war. Ich habe ein neues Auto gebraucht. Super, hat wunderbar funktioniert. Entkommt man als Schönheitsideal dem altbekannten Satz, Schönheit muss leiden oder begleitet er ein Missenleben? Ich glaube schon, dass gerade Leute in unserem Business erstens einmal sehr informiert sind über Dinge, die man halt machen kann oder auch Trainingsmethoden und dass trotzdem auch ein gewisser Druck ist, den ich überhaupt nicht negativ empfinde, dass man halt einfach immer das Beste aus sich macht. Und das finde ich eigentlich gut, weil in der heutigen Zeit ist einfach so, dass die Optik auch sehr maßgeblich ist und ich finde persönlich überhaupt nichts dran, wenn man sich einfach um sich auch selbst kümmert. Im Wettbewerb werden einige Veränderungen durchgeführt am Körper. Wimpern verlängert, an der Figur wird durch Sport gearbeitet, Make-up und Hairstyling verändern optisch. Natürliche Augenfarben werden durch Linsen manipuliert, stimmt das? Ist mir jetzt eigentlich noch nie untergekommen bei einer Miss jetzt, dass die das bewusst gemacht hat. Models legen sich unter das Messer, um für eine weitere Periode im Geschäft bleiben zu können? Kommt sicher vor, ja. Träume werden unter Umständen abgeschminkt. Kommt den jungen Menschen ihre Authentizität nicht abhanden, das Selbstwertgefühl, ihre Bodenständigkeit? Ich glaube überhaupt nicht. Also die Bodenständigkeit kann schon passieren, dass bei gewissen Leuten auf der Strecke bleibt. Gerade aber bei uns im Business gibt es dann immer unser Office und auch mich, die dann einfach dafür sorgen, dass die wieder am Boden der Realität zurückkommen. Es bringt ja nichts, wenn man abhebt, weil man wird nicht mehr gebucht. Man hat selber auch kein nettes Leben mehr. Und ich glaube, dass wir da schon sehr als Management auch darauf achten, dass die Mädels am Boden bleiben.
Die jungen Damen sind so zwischen 17, 18 bis Mitte 20. Na, ab 18. Ab 18 geht's los. Sie möchten sich unter anderem natürlich auch Träume verwirklichen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nämlich das letzte Mal in einem TV-Report eine Dame gehört, die hat mich einfach zum Lachen gebracht. Sie hat gesagt, ja, ich möchte so gern Schauspielerin werden, mit Denzel Washington und Morgan Freeman einen Horror-Trailer machen. Mhm. Wie gehen Sie als Beraterin, als Managerin mit den Träumen dieser jungen Menschen um? Ja, grundsätzlich sehe ich halt ein bisschen so als Rohdiamanten, die wir halt dann schleifen in dem Jahr. Und die jungen Frauen sollten das halt auch so sehen, dass einfach wir sind eine Schmiede für Persönlichkeiten. Und das ist uns auch ganz wichtig. Also ich brauche keine, die jetzt so dieses Alltägliche hat, die halt sagt, ja, okay, ich mache alles, was mir gesagt wird, sondern wir warten schon, dass die Mädels kommen. Wir setzen uns zusammen. Jedes junge Mädel hat Träume, jede junge Frau hat Träume und weiß ungefähr, in welche Richtung sie will. Und wir schauen halt dann, okay, die eine möchte eher Model sein, so wie es bei der Annika Grill war. Dann ist es halt für andere Sachen vielleicht nicht so zum Einsetzen. Dafür ist die jetzt in Mailand und wir schauen halt, dass wir alle Kontakte nützen, damit wir die Missen dementsprechend ausbilden, dass wir ihnen einfach in diesem Jahr so viel Polster geben, dass sie dann ihre Karriere nach diesem Jahr wirklich verfolgen können und dann auch sicher durchstarten können. Und ich glaube, da gibt es einfach nicht sehr viele in Österreich, die so eine Möglichkeit bieten, weil wenn man denkt, man geht zu einer normalen Agentur, muss man natürlich auch nichts zahlen, aber da hat man nie eine Garantie, dass man jetzt wirklich Arbeit bekommt. Und die hat man als Miss Austria absolut. Mario Berger, sagt Ihnen da was? Das ist ein österreichischer Topmusiker. Mhm. Und mit dem habe ich einmal ein Gespräch gehabt bezüglich Drogen und Suchtmitteln. Und auf die Frage, warum er glaubt, dass manche Musiker dann also zu diesen Mitteln greifen, hat er mal gesagt, weil man muss immer schön sein, man muss immer fit sein, man muss immer klug sein, der Tag ist ausgefüllt mit Interviews und sonstigen Arbeiten, nur irgendwann wird man müde der Dinge und dann beginnt man den Körper zu dopen. Mhm. Jetzt ist Ihre Branche, in der Sie tätig sind, auch eine ähnliche, die was immer wieder mit diesen Sachen konfrontiert wird. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, die Missenbranche ist mit dem nicht so konfrontiert wie jetzt diese wirkliche Fashion Week Modelbranche, wo es halt wirklich darum geht, dass die Missen eine genaue Zentimeteranzahl an der Hüfte nicht überschreiten dürfen, eine gewisse Kilogrenze nicht überschreiten dürfen. Und da wird es, glaube ich, schon hart, weil wenn der Körper einfach nicht für das ausgelegt ist, muss man sich halt zwingen. Aber wir haben diese Vorgaben eigentlich nicht. Wir wollen fitte, junge Frauen, die Lebensfreude versprühen. Und wir wollen keine Magersüchtigen oder keine Frauen, die Probleme haben jetzt mit Drogen oder Sonstiges. Wir schauen auch natürlich gemeinsam mit den Lizenzpartnern, dass solche Frauen auch überhaupt nicht teilnehmen. Und es hat eigentlich die letzten Jahre keine gegeben, die da teilgenommen hat, die irgendwie mit dem in Berührung gekommen wäre, weil es bei uns um ganz was anderes geht. Es geht darum, die sind von 0 auf 100 auf einmal prominent jetzt in Österreich, haben tolle Chancen, wissen auch, dass viele Termine haben und das schafft man ja gar nicht, wenn man nicht fit ist oder nicht motiviert ist. Und da geht es um ganz was anderes. Also daher geht dieser Kelch, Gott sei Dank, bis jetzt an uns vorüber. Toll. Man sagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und Körperkult ist ein Abklatsch unserer Zeit. Es gibt kaum junge Menschen in ihrer Zeit, die nicht ein Tattoo oder ein Piercing haben. Jetzt die Frage, inwieweit ist das für die Bewerbung zu einer Misswahl tragend? Also sichtbare Piercings im Gesicht würde ich jetzt nicht nehmen als Miss. Also Sie können es natürlich haben, wir legen es Ihnen aber nahe, dass Sie es rausgeben. Wenn man ein Bauchnabelpiercing oder so, das ist jetzt kein Thema, das ist alltäglich, aber wenn ich jetzt einen Nasenring habe, ist das halt schon ein Statement, das vielleicht nicht jedem in der Jury oder jedem Partner gefällt und können es natürlich drinnen lassen, aber es ist halt die Frage, ob es dann gut ankommt bei der Jury. Und bei Tattoos ist es halt auch eine gewisse Sache, wenn sie zu groß sind, wird es halt schwierig werden mit Aufträgen, weil Designer wollen das nicht haben und bei Fotoshootings könnte man es grundsätzlich wegretuschieren, aber wenn der halbe Körper tätowiert ist, ist einfach zu viel Aufwand. Und ja. Die Auswahl der Mädchen, die sich da vorstellen, wird aufgrund der modernen Zeit diesbezüglich auch geringer? Ist es so, dass man sich oft denkt, oh, die hätte eigentlich alles, aber leider hier am Hals als so einen großen Schmetterling? Ja, wenn es jetzt ein kleines Tattoo ist, das man überschminken kann, ist jetzt nicht das Thema, aber ich glaube, Tattoos sind jetzt bei den
Mädels, die jetzt nachkommen, gar nicht mehr so beliebt. Okay. Ich glaube, das war eher so was in unserer Zeit, wo jeder irgendwie ein Tattoo haben wollte, also vor 10, 15 Jahren, aber jetzt bei den Mädels ist das eigentlich gar nicht mehr so gefragt. Cool. Im Jänner 2005 machte man Ihnen das Angebot zum Monatsplaymate in der deutschen Playboy-Ausgabe. Überlegt man da? Gar nicht. Ich habe immer mit 15, 16 Jahren eine To-Do-Liste erstellt, was ich so erreichen will im Leben. Okay. Und da war das irgendwie dabei. Und deswegen haben wir das auch verfolgt, dass man vielleicht als Österreicherin auch in den Playboy kommt. Mhm. Und das war eigentlich überhaupt nicht zum Überlegen. Hat gut funktioniert. Wie verlaufen solche Verhandlungen? Auch hinsichtlich Honorar. Sagt dieser der Anbieter, das gibt's und kann send mehr? Ich glaube, normalerweise ist es schon so, aber da das komplettes Neuland war, hat das damals der Emil Bauer als mein Manager quasi, weil ich war ja noch amtierende Miss Austria, hat er das ausgedealt und mir ist da nie um die Gage gegangen. Also das, wegen der Gage macht man das nicht. Ich wollte es halt einfach einmal im Playboy drinnen gewesen sein und das. Coole Sache. Ist ja auch gut angekommen, weil Sie gerade diesen Emil Bauer angesprochen haben, von dem Sie dann das Zepter der Miss Austria Corporation übernommen haben. Man sagt, Sie hören auf den Spitznamen Miss Boss. Also, stimmt das? Ja, es ist irgendwie naheliegend, aber so nennt man jetzt eigentlich fast keiner ab und zu mal. Okay. Sie sind die Geschäftsführerin der Miss Austria Corporation. Eine Veranstaltungs-GmbH, die zur Förderung und Ausbildung der Teilnehmerinnen, Vermarktung der Siegerinnen und Organisation von diesbezüglichen Veranstaltungen dient. Die logische Schlussfolgerung Ihrer märchenhaften Karriere war das so? Hat man gesagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit und wenn mir das angeboten wird, dann mache ich das? Ja, ich habe einfach seit 2005 schon ein Bundesland betreut, Oberösterreich, und habe dann ein zweites Bundesland auch dazu übernommen. Somit war ich einfach seit 10 Jahren involviert in die ganzen Geschehnisse rund um Miss Austria Corporation. Und der Emil hat eh immer schon gesagt, es wäre natürlich ein Anliegen, wenn es jemand übernimmt, wenn er in Pension geht, der halt die Partner kennt, die Gepflogenheiten kennt, ja, einfach den Hausbrauch quasi kennt. Und mein Plan war, ich habe ja gewusst, dass ich 2012 heirate, dass das halt dann 3 Jahre später oder so ist, dass ich einfach eine gewisse Vorlaufzeit habe zum Planen oder 2 Jahre später. Ja, er hat dann gemeint, na, am besten ist jetzt. Und ich war halt sehr motiviert, habe gesagt, ja, passt, dann machen wir es gleich jetzt. Und super. Ein toller Lebensweg. Ein wesentlicher Bestandteil, und den haben Sie im Gespräch schon angeschnitten, dieser Miss Austria Corporation ist auch die Akademie. Talenteförderung und Karrierebegleitung sind die Hauptmotive. Sie sagen, es gibt gewisse Dinge, die man als Miss Austria beherrschen muss. Disziplin, Umgangsformen, Benimmregeln, Schönheit alleine reicht uns nicht. Sind diese genannten Eigenschaften ein Manko der Jugend von heute? Eigentlich ja. Also damals, 2012, also generell wie das Bundesland immer schon gehabt habe, und auch zu meiner eigenen Laufbahn als Miss, waren das einfach Sachen, wo ich mir gedacht habe, da ist absoluter Nachholbedarf, und ich habe mir halt diese Schulungen und Coaches halt selber finanziert und selber organisiert, weil ich einfach gewusst habe, in diesen Bereichen muss ich mich unbedingt weiterbilden, wenn ich was erreichen möchte. Somit war das dann einfach eine klare Richtlinie von mir selber, dass ich mir gesagt habe, das wird einer der Punkte sein, wenn ich Miss Austria Corporation übernehme, dass das neu wird. Und das ist dann immer größer geworden, und jetzt ist eigentlich gemeinsam mit der Miss Austria-Wahl das größte Projekt, was wir machen. Und auch irgendwie so unser Herzensprojekt, weil es eine super tolle Woche ist. Und ich glaube, die Kandidatinnen haben einfach zusätzlich einen Benefit. Da kriegen sie Coaches und Schulungen im Wert von fast 10.000 Euro kostenlos zur Verfügung gestellt. In dieser komprimierten Form kriegt man das eigentlich sonst nirgends. Und ich finde ja eigentlich, dass jede junge Frau, die irgendwie mit der Schule oder mit der Ausbildung fertig ist, einmal zumindest ein, 2 Monate solche Basics lernen sollte. Also da werden jetzt die Emanzen natürlich aufhorchen, aber diese Hausverstandssachen und wie man einfach ein Leben bestreitet und so weiter, das wird in der Schule nicht mehr gelehrt. Und das fehlt einfach. Und das merke ich bei den Kandidatinnen, die sich bewerben. Die sind teilweise Studenten und so weiter, aber haben überhaupt keinen Plan vom Leben, wie es halt wirklich funktioniert oder wie man jetzt sich am Arbeitgeber gegenüber verhält. Kann ich ihnen gar keinen Vorwurf machen.
es funktioniert dann auch, wenn man es ihnen sagt, funktioniert es. Aber ich glaube, das Manko der Jugend von heute ist schon einfach, die Arbeitsmotivation fehlt sehr oft und auch einfach das Wissen und einfach also Basics. Ich habe das auch sehr oft analysiert, dass halt einfach früher, 50er, 60er Jahre, war es halt so, dass die Kinder und Jugendlichen das einfach von daheim mitbekommen haben. Genau. Wie benimmt man sich, wie zieht man sich an, wie isst man, wie verhält man sich gegenüber anderen Leuten, man grüßt, man ist höflich, aber die Dinge passieren jetzt einfach nicht mehr. Also gewisse Haushalte natürlich schon, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass das jeder hat. Und früher, glaube ich, war das einfach schon so, dass jeder, egal aus welcher Schicht er gekommen ist, jeder das einfach mitbekommen hat. Und wie geht es Ihnen da jetzt in der Praxis bei den Mädels? Rümpfen die Nase, denken sie sich, puh, die Frau Oberlehrer steht jetzt drin, hinter mir, oder sind sie im Endeffekt dankbar? Wissen sie das schon zu schätzen? Also sie wissen es absolut zu schätzen. Es ist auch so, dass ich mich nicht da davor hinstelle und die Oberlehrerin mime, sondern ich hole mir natürlich Experten aus den verschiedensten Bereichen, die dann das übernehmen, und ich bin einfach die Organisatorin von der Miss Austria Akademie. Das ist mein Part dort und bin da eher im Hintergrund und lasse halt die Experten das über den Mädels zu unterrichten. Und die meisten, die dann wirklich dort sind und sehen, was sie alles mitbekommen und was sie für Benefits haben, die sind dann schon sehr dankbar. Also ich denke auch, dass Sie dann mit dieser Akademie einen Meilenstein in dieser Branche gelegt haben. Ja, hoffentlich. Ab und zu frage ich meine Community um Publikumsfragen. Gell? Und da hat mir jetzt wer geschrieben, und zwar, werden Bewerbungen von verheirateten Damen ausgeschlossen? Bei der Miss Austria Wahl ja. Okay. Weil wir arbeiten ja mit den drei internationalen Bewerbern, Miss Earth, Miss Universe und Miss World zusammen, und da gibt es einfach verschiedene Richtlinien. Da gibt es Richtlinien zum Alter, das heißt, die Kandidatinnen müssen zwischen 18 und 26 Jahren sein und ledig. Ein Kind ist grundsätzlich kein Problem, aber eine Miss ist ledig. Es gibt aber die Misses Austria, ist auch eine Marke von uns, und da können verheiratete Frauen mitmachen. Die Miss Austria ist nicht nur Promigast auf diversen Events für Firmen in ganz Österreich, sondern auch eine Botschafterin, die sich mit Herz und Hirn für gesellschaftliche Werte, Nachhaltigkeiten, benachteiligten Menschen engagiert. Was ist Ihnen persönlich dahingehend wichtig? Für mich ist einfach wichtig, dass wir eine junge Frau haben, die auch eine gewisse Vorbildrolle hat. Also die ist jetzt sicher weit weg von perfekt, aber sie ist einfach eine Miss Austria. Sie absolviert Termine, sie hat ihre eigene Meinung und sie hat in diesen Bereichen, die wir vorher angesprochen haben, einfach auch eine Vorbildwirkung. Und die Jury sieht das auch, weil die erleben sie auch auf der Miss Austria Akademie. Deswegen ist mir auch ganz wichtig, dass Experten aus der Akademie, die die Kandidatinnen auch ungeschminkt sehen, die sie sehen, wie sie miteinander umgehen und so weiter, dass die auch in der Jury sitzen. Heute veranstaltet die Miss Austria Corporation den bestjudierten Beauty Contest Österreichs. Ja. Wo bewegen sich die Preisgelder oder Sachwerte für die schönsten Frauen des Landes? Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel im letzten Jahr, die letzten zwei, drei Jahre, kriegen sie quasi einen Art Testimonial-Deal von uns. Der ist, je nachdem, welche Partner dabei sind, zwischen 20.000 und 30.000 Euro wert. Zusätzlich ein Auto im Wert von 130.000 Euro. Diverseste Reisen. Sie kriegen die Aufenthalte bei den internationalen Contests. Also ich glaube, zwischen 70.000 und 80.000 Euro an Preisen, Kampagnen, Benefits. Da zahlt es sich schon aus, darum zu kämpfen. Ja. Im Jahr 2019 feiert die Marke Miss Austria bereits ihr 90-jähriges Bestehen. Die Marke Miss Austria gehört längst zum österreichischen Kulturgut, sowie der Schnitzel, die Fiaker und Mozart. Welchen Herausforderungen wird man sich zukünftig stellen müssen? Ja, die Herausforderung, dass sehr vieles online passiert, also das, an dem arbeiten wir. Wir haben im letzten Jahr den kompletten Website-Auftritt neu organisiert, was eine Riesenarbeit war mit den ganzen alten Files und Dokumenten und einfach, weil es so viel Material gibt. Social-Media-Arbeit wird natürlich ausgebaut, der Livestream war sehr erfolgreich heuer, wir haben 125.000 Zuschauer gehabt, obwohl wir es eigentlich fast nicht promotet haben, weil wir es einfach mal probieren wollten. In diese Richtung werden wir gehen, natürlich die Arbeit mit den internationalen Anbietern intensivieren, dass wir da auch vielleicht einmal im Finale stehen, das ist so das Ziel, und dass wir in den Bundesländern für unsere Produkte gute Lizenznehmer haben, das ist unser Ding. Die Marke Miss Austria wird es immer geben, hat schon einen Weltkrieg überlebt. Ich glaube, es wird immer eine Miss geben, weil es einfach was ist, was die Leute interessiert, und jeder weiß gern, wer ist die Miss Austria, was macht die gerade, es gehört einfach dazu.
Sie sind ja Familienmensch, so wie ich Sie einschätze. Sie sagten erst unlängst, ich finde es ganz wichtig, dass man Kindern Werte vorgibt, dass man auf die Erziehung schaut und in gewissen Dingen sehr streng ist. Mhm. Auf welche Erfahrungen dürfen sich Ihre Kinder freuen und welche Werte möchten Sie weitergeben? Mhm. Sehr schwierige Frage. Werte natürlich, dass man zu jedem respektvoll ist. Mhm. Dass man einfach die gewissen Basics an Höflichkeit, also natürlich wie man isst, wie man sitzt, dass man einfach schaut, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, dass man denen hilft. Ja, einfach die Grundbasics, die man eigentlich voraussetzt. Weiß ich gar nicht, wo man jetzt anfangen soll. Weil es für uns schon automatisiert ist, wie ja. Bitte und Danke zu sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also eine gute Erziehung, mhm. auch schon eine christliche Erziehung. Also einfach, dass man ein Benehmen hat und dass man sozial kein Vollmongo ist. Also okay. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man trotzdem weiß, wie weit kann man gehen, wie weit kann man nicht gehen. Schöner Abschlusssatz von Ihnen, dass man sich auch mit solchen Sachen ein bisschen mehr beschäftigen soll, die Jugend, in so einer oberflächlichen Welt. Und zum Schluss eines jeden Gespräches bitte ich meine Gesprächsgäste, einen Satz, einen Klassiker weiter zu denken, so wie sie den fühlen, so wie sie den sehen. Und der Satz lautet, ganz einfach gesagt, der Sinn des Lebens ist es. Für mich ist der Sinn des Lebens, irgendwann abzutreten mit einem Lächeln. Ich danke für diese offenen Worte, was wir jetzt der Zeit geschenkt haben, in dieser letzten halben Stunde. Viel Gesundheit vor allem für die nächsten Jahre, Ihnen, Ihrer Familie und vor allem immer wieder die Freude und das Feuer entflammen zu können, damit aus diesen jungen Menschen, die was sie da formen, auch erfolgreiche, kluge und vor allem Menschen werden. In diesem Sinne, danke. Danke sehr.